Ja, hallo meine lieben Freundinnen und Freunde der Rundenstrategie. Weiter geht es mit dem wunderschönen Spiel Blood Bowl. Hier gezeigt Blood Bowl 3 von Cyanide. Ich grüße euch ganz herzlich zum nächsten Spiel, nächsten Ligaspiel. Wir switchen jetzt rüber zur Bundesliga. Währenddessen ich hier meine Überwachung einschalte, kann ihr schon mal fröhlich auf Like und Abo klicken oder ein Follow da lassen. Nochmal für die Zuschauer bei Twitch, tut mir leid, ein Anwenderfehler führt dazu, dass ich das nicht sehe, wenn ihr mir da reinfolgt. Einfach nur kurz für euch zur Information. Und ich freue mich jetzt, dass wir auch schon die 90 voll gemacht haben. So, aber jetzt will ich nicht zu lange nur mich selbst reden hören, denn tatsächlich heute mein fünftes Spiel in der Bundesliga. Ich habe meinen Gegner nämlich schon in der Leitung, der hier mit einer Menschenmannschaft, mit den Fulda Saints anrückt. Und das ist der großartige Axel. Hi, guten Abend, ich grüße dich. Servus, grüß dich auch. Und So. natürlich deinen Zuschauer. Das ist schön, das ist großartig. Gucken wir mal, was der Abend heute bringt. Was der Abend heute bringt, ist auf jeden Fall, du bringst die Fulda Saints mit. Ich klicke die mir mal an hier. Die ist schon ein bisschen gereift, die Mannschaft hier, muss ich schon sagen. Interessant. Und das ohne irgendwelche Erfolge, ne? Ja, gut, ich habe es ja gesehen bei dir, aber ich meine, manchmal hast du einen Naffel auf deiner Seite, manchmal halt eben nicht. Das steckst halt auch nicht drin. Ja, aber ich finde es eine schöne Mannschaft. So wie du die jetzt ungefähr gestaltet hast, würde ich das auch machen. Also mit den Blitzern und was zum Werfen und so. Also das find ich eine coole Sache hier. So. Schauen wir. Ja, genau. So, und dann gehen wir nochmal zurück, damit der Axel auch Zeit hat, sich meine Mannschaft noch anzugucken. Also ich bin da auch übrigens fertig. Axel, ich mache da nichts mehr mit. Und es ist, glaube ich, das zweite Mal in dem Turnier, dass ich eine volle Mannschaft habe, mit der ich antreten darf. Ich spiele die Schwarze Orks, die Colina Kekas habe ich mitgebracht. Das ist eine sehr hilfreiche Mannschaft, also darfst dich schon mal drauf freuen. Ja, und die kommen ja aus der League of Cakes. Die Schiris, die haben da so zusammengelegt und haben jetzt gesagt, okay, sie machen da bei der Bundesliga mit. Also ja, gegen die darfst du heute antreten, also gegen Schwarze Orks. Ja. Na, schauen Cool. Okay, ja, wenn du soweit bist, ich bin's auch. mal. Ja, soll ich dich einladen? Möchtest du mir eine schicken? Ich habe schon gedrückt jetzt. Großartig, das sehe ich es auch schon. Sehr schön, Bundesliga, Spieltag 5 von 7 hier in der zweiten Liga. Ja, ich habe zwei Siege, zwei Niederlagen. Ihr müsst wissen, das Spiel geht in die Verlängerung, weil Anwenderfehler bei der Ligaerstellung. Das heißt, wenn wir unentschieden spielen, der Axel und ich, geht es nämlich fröhlich weiter. Axel hat gesagt, er hat so mittelmäßig Erfolg, stimmt tatsächlich. Du hast jetzt gesagt, okay, du startest mal mit vier Niederlagen rein. Da wird es jetzt endlich mal Zeit für deine ersten drei Punkte, würde ich sagen. Das auf jeden Fall. So, ich habe es mal angenommen. Nicht wundern, ich lasse das Video triggern, Axel. Ja, danke. Möchte es ja auch nachher schön präsentieren. Kommt ja jetzt live auf Twitch und später dann in YouTube. Ja. Dann schauen wir mal. Willkommen in der Eckrund-Moshpit bei den Colina Kickers. Hab nur Heimspiele, weil ich der dicke Dieter bin, der Round Robin bin ich. Ich stehe immer links oben, deswegen den Luxus, nur Heimspiele zu haben. Ach, Oger Halbling, schön. Tolles Design von deiner Mannschaft. Gefällt mir richtig gut, Axel. Oh, das freut mich. Warte auf den Gegner. Ja, ich bin gleich durch. 6 zu 3 Ach so, Fanfaktor. okay. Jetzt, ja, ich habe das ganze Video durchtriggern lassen, weil es halt einfach episch ist. Und du darfst als überlegene Mannschaft von den Punkten jetzt zuerst dich entscheiden, ob du was machen möchtest mit deinen 30.000. Da kann man viel. 75.000 habe ich. Dann nehmen wir mal so einen Bribe. Es war so geil im letzten Spiel, ne? Mit meinem Sneaky Skid habe ich da beim Aufstehen geholfen. Direkt hat der Schiri mir vor Platz gestellt. Glaubst du das? Unfassbar, echt, ey. Unfassbar. Okay, das ist ein Bribe und ich nehme einen Assistant Coach mit und sage dann einfach ready. Ja, ich habe die Menschen in der League of Cakes Season 2 gespielt. Ich habe sie da sehr, sehr, habe die zugelost bekommen, habe die sehr, sehr lieben gelernt, die Mannschaft. Und Axel darf entscheiden. Mir war heute Morgen gar nicht gut. Zum Glück kann ich heute spielen, muss ich ganz ehrlich sagen. Da hatte ich mir so ein bisschen Sorgen gemacht.
Wie spielt man das denn gegen dich heute? Jetzt habe ich eine volle Mannschaft und kann schon gar nichts mehr damit anfangen. Ich weiß gar nicht, wie ich die aufstellen soll. Ah ja, der da soll noch raus, genau. Harald, du hast noch nicht so viel gerissen in der ganzen Kiste. Genau. Okay, und du hast hier ein Random Level gekriegt. Und da ist Norbi, genau. Norbi soll darüber. Harald, du bist heute mal draußen, glaube ich. Ja, genau. Bevor es jetzt aber losgeht, Axel, ich wünsche dir richtig viel Spaß in der Partie. Jawohl, ebenso. Ich gebe mir Mühe, so ist es. Jetzt gucke ich mal. Ob das würde gleich schlecht sein, ne? Ja, genau, Mann, genau so. Jetzt will ich nur noch meine Orks hier richtig verteilen. So, dann haben wir noch hier den da. Ah, Colina, du darfst nicht vorne die Linie. Du machst es nicht, genau. Haben wir das so und so und so und so. Okay. Dann bin ich jetzt mal bereit. Wir haben uns jetzt auch was Neues gegönnt hier, wie ihr sehen könnt. Neue Coaching-Zone hier von den Schwarzorks. Auch eine neue Cheerleader-Zone. Und auch tatsächlich den Apotheker. Wir haben aufgerüstet hier die Colina Cakers extra fürs Spiel gegen Axel. Da freue ich mich und fühle mich geehrt. Axel macht erstmal Ruhe seine Aufstellung, währenddessen blabber ich noch vor mich hin. Er hat vier Rerolls mitgebracht, einen Apotheker. Ich habe zwei Rerolls, einen Apotheker und durch die Inducements hier natürlich einen Bribe. Zwei Assistant Codes stehen natürlich jetzt hier drüben. Einen habe ich so von Haus aus dabei. Ach, schöne Mannschaft mit dem Orange, großartig. Bernd, Tobias, Alea, Aria, wie heißt denn dein Ogre? Der Maximilian, hallo, der Maxi. Das ist meine Familie. Oh Gott. Ich hoffe da nicht Dinge anzurichten. Ach, meine Kinder sind öfters gestorben, ne? Am Brett oder am Computer. Spielst du auch am Brett? Okay. Ja. Cool, oh Das hier Gott. ist nur die Alternative für lange Fahrtstrecken, ist das nur. Ja, ich verstehe es absolut. Ich bin schon, hab bald mein erstes Brettspiel vor mir und da freue ich mich schon riesig drauf, aber bis jetzt immer nur am PC gespielt. Puh, okay. Bundesliga, Spieltag 5 und Nummer 7, Kickoff von da Dr. Merck. Los geht's. Solid Defense, so fangen wir jetzt hier gleich an. Das ist ja eine Unverschämtheit. Ich darf Vierer verstellen. Naja. Wollen wir das überhaupt? Ja. Ach, ich muss die erst auswählen, gell? Ja, eins, zwei, drei und Nummer vier. Dann muss ich auf Continue klicken. Da muss man echt aufpassen, immer bei dem Spiel, dass man das nicht so bösartig wie möglich verkackt. Dann kommst du nämlich dahin, du dahin, du darfst dahin und du darfst dahin. Solid Defense ist so der halbe Blitz, sage ich immer. Bisschen fies, wenn das kommt. War das jetzt clever? Ich glaube nicht. Okay, und dann Turn und du darfst wieder. So, dann schauen Was soll schon wir mal. Also ich hatte schiefgehen? in den ersten Spielen hatte ich auch Schwierigkeiten mit der Steuerung hier. Da habe ich so viele Probleme gehabt am Anfang, weil ich nicht so der Vielspieler bin online, ne? Das ist auch gewöhnungsbedürftig. Vor allen Dingen, wenn du eine Aktion machen willst, wie beim Spieler drüber springen, musst du erstmal auf die Idee kommen, dass du den vor dir spielenden Spieler länger angedrückt halten musst, dass dieses Auswahlrad kommt. Dann musst du sagen, ich springe und dann musst du sagen, wohin du springst. Also, wenn da irgendwas ist, ne, und du hast eine Frage, frag mich, gell? Also, ich kann hoffentlich dir helfen. Oh, das kann man mal machen mit dem Hafter, ja. Colina, der Boss. Ich kann es nicht anklicken. Du musst. Glaube ich. Jetzt darf ich sagen. Machen wir mal einen Push-Pow. Siehst du, das war wieder ein Ding, ich habe den falschen geblockt.
Ja, gut, Block gegen Nicht-Block kann man auch mal einen Half-Dive setzen, aber ja. Extra zwei Supports gemacht hier drüben, ne? Und dann. Genau. Ja, einfach kann jeder. Das hätte auch ein Richtungsbrecher, wäre das wert gewesen, aber. Ja, aber guck mal, die Treffer kommen auf jeden Fall, die Paus sind schon mal da. Und da haut's Björn Kuipa auch noch hin. Oh, nicht schon wieder. Eins in eins, das ist ja großartig. So macht Das hatte im dritten Spiel von dem. so Da macht. habe ich im Spiel gegen die Elfen gleich im ersten Turn, wo ich da auch den Ball hatte, gleich den Ball abgegeben. Das, so macht Blood Bowl besonders viel Spaß, ja. Das glaube ich. Ah, der hat Block, der Typ, der hat Block. Der hat Block. Wie machen wir das? Wie lösen wir das am besten? Ende ist zu, muss ich drücken. Ja, Fendt. Sorry. War Ja, das hat das den jetzt einer? Frank ein bisschen erwischt, ja. Ja, was macht denn der jetzt? Ich hab mich verklickt. Ich hab mich tatsächlich verklickt. Ja, das war jetzt großartig. Ich wollte einen Block machen und ja, jetzt passiert das hier. Jetzt machst du Dodge. Ja. War ein klasse Dodge, musste 6 plus dodgen, das habe ich gut gemacht. Ja, so schnell kann es gehen. Guck mal. Wir holen beide unsere richtig guten Blood Bowl Skills raus hier. So viel zur Steuerung und so. So, okay. Deswegen mache ich das manchmal gerne mit der Leertaste oder mit OK klicken, weil, ja, aus den Gründen. Naja. Ja, so bleibt das Spiel spannend. Himmel, Herrgott. Mein erster Troll-Dodge übrigens in meiner Karriere. Ja, ja. Schöner Pass hier von Christian auf Aria.
Schaffen. Nobby sagt nein. Drücken. Hallo Mathis, Nein, der grüß dich. Oh, der Ogre ist sehr nachdenklich gerade, Maxim. Der fragt sich, was hat der Troll da getan? Was hast du da gemacht? Warum? Nicht schubsen, hallo? Okay. Gut, so weit, so gut. So weit, so gut. Meine Herren. Schlecht. Fände es eine schöne Sache. Okay. Wollte gerade sagen, so viele Pfeile, ich habe doch kein Gewand ausgerüstet, aber das ist ja dein Grab. Ja, der Raufbold, der Brawler. Crab. Entschuldigung, Crab. Entschuldigung. Meine ich doch. Das ist jetzt der Raufbold.
Au! Was hat er sich Aua gemacht? Ach, das ist nur der. Was hat er denn? Badly hurt? Okay, muss ich mitnehmen. Ein Gobo weniger. Das war klar. Aber GZ. Sehr schön. So, dann wieder ran. Kann man gleich wieder drin. Ja, hat wieder Lust mitzumachen. Okay. Gehen die Fuller Saints früh in Führung hier. Gobbo sich nochmal reingeworfen, aber jo, das sollte nicht sein. Okidoki. Mach mal so, mach mal so. Kick ist ein netter Skill. Oh, jetzt ist es ein bisschen. Oh, ein High Kick war sogar. So, jetzt habe ich deswegen auch Catch geskillt. Hoffentlich klicke ich es diesmal richtig an. Yes, Mann! Das nenne ich mal motivierte Ballaufnahme. Muss man schon sagen. Wie machen wir es denn jetzt am beklügsten? Ah ja, wir machen das jetzt nur so. Okay. Das kann ich verstehen.
So, dann helfen wir mal freundlich, wie wir sind. Und dann darfst du wieder. So, dann schauen wir mal. Ah, er will, er will. Der Maximilian hat Lust. Er soll ja nichts machen, ne? Dann geht's. Könnt ihr den Axel gut hören, lieber Chat? Schreibt das mir mal rein. Ich kann ihn gut hören, ich weiß nicht, wie es für euch ist. Oh, Sternchen, Sternchen bei Marco Rodrik. Ah, super, Mathis, danke für deine Mitteilung, das freut mich. Dankeschön. Ist er nicht da weggedodged? Ich das große Rätsel Blitz gemacht, verdammt. Ja, der hat aber richtige Elfenschuhe an, mein lieber Vater. So, ja, dann kann der das hier auch drauf. Ne, den habe ich tatsächlich mal so jetzt. Okay. Dann ist das jetzt so. So ist wie es ist. Schauen wir mal, ob wir dem helfen können da unten. Dem können wir helfen, sehr schön. Wunderbar. So, jetzt können wir mal gucken. Helfen. Helfen ist das Stichwort, ne? Ja, genau. Nee, das lohnt sich nicht. Aus meiner Sicht. Nee, machen wir nicht. Machen wir so. Und so schnell ist es. Du darfst schon wieder. Okay, jetzt gehen wir jetzt, genau. So Ruhrgewalt gegen Trolle. Buh! Au! Aha. Der Howard sieht auch mal ein Sternchen. Guck mal hier. Die Rache für meinen Schubser vorhin. Du hast mich geschubst.
ist. Oh, der ist gierig. Der war gierig, der war gierig. Kann man mal Ja, machen. ich kann es ja leider nicht in die Hatze mitnehmen. Was soll ich machen? Eben genau. Bin ich Das völlig Krieg ich deiner weg Meinung. nicht gemacht. Bin ich völlig deiner Meinung. Absolut richtig gehandelt. Also bei drei Rerolls noch im Gepäck, jetzt den vielleicht umzupumpen. Ja, absolut richtig. Schiri? Schiri, hallo? Der Jörg, der hat Hat dann. gar nichts gemacht. Was willst du machen? Hat nur mal kurz anfassen wollen. Ui, der dodgt mir weg hier. Der Lümmel. Der auch noch. Okay. Der ausreichend fast. Die haben echt, also, ich weiß nicht, sind es Elfen oder so irgendwas in der Richtung? Kann das sein? Irgendwas ist mit drin. Muss irgendwie. Kann ich mir auch nicht anders erklären, alles hier. Oder Red Bull gesoffen. Okay. Dass das auch nicht geklappt hat, das ist ja ärgerlich. Hätte ich sogar eine rote Karte für genommen. Ja, Das verletzt wäre. kann ich mir durchaus vorstellen, dass du das so gerne gemacht hättest. Wusste ich doch, dass da was dabei ist. Ein. Auf. Noch. Jetzt bist du aber unverschämt. Weiß nicht. Ich tue einfach Dinge. Ach ja. Ganz faire Mannschaft, ganz klar. Sieht man auch direkt an den Trikots. Alles komplett regelkonform. Der schubst. Oh. Schiri, der schubst.
Wie weit hast du es denn noch? Scheiße, jetzt kann ich nicht mehr schieben. Ne? Ich sehe es halt nicht. Ah, kann man nur den halt nehmen. Nein, nein! Falsch gedrückt. Achso, du wolltest bestimmt nach links oben, ne? Also von dir, ja. Oh ja, ich wollte genau. Ja, ist schon klar. Das ist dann so jetzt. Ja, wir zeigen es hier richtig dem Publikum, was wir drauf haben. Missklicks hier von Axel und Ben Cake zu bewundern. Kannst du das nicht? Nee, der hat nichts, der kann, den kannst du Post downen. Ah, den wollte ich rausen, ordentlich denn. Ist ja schon einmal gestorben, der Colina, also von daher. Oh, guck mal, mächtige Einwürfelpause hier. Direkt gegen den Gobbo, Artenschutz, hallo? Wenig. So, jetzt bin dem können wir nochmal fragen. Okidoki. Du magst liegen bleiben, das kann ich verstehen. Das kann ich nachvollziehen. Eieiei, wie ist das aufregend.
Der arme Nobby. Voll auf die Möhre. Auch Nee. so ein schönes Näschen da verdellern wollen. Gar nichts machen. Und casually los. Der Dr. Merck, hält das aus oder war's das? Ach, hallo. Ja, mal. Normalerweise sind es auch meistens die Schwarzorks, die bei mir vom Platz gehen, nicht die Gobos. Normalerweise. Okay. Oh, guck mal, Na, ja. schön, schön verschlimmbessert habe ich das Ganze hier. Das wäre ja schnieke gewesen, so drei rote Dinger. Alles schon geschafft. Gar keine Frage. Haben wir alles schon hinbekommen. Naja. Das Elementarer Teil des Spiels. sind wir richtig gut drin. Naja, dann halt nicht. Dodgen wir dann doch mal, ja? Ui. Genau. Exakt das, ja. Naja, Nehmen klappt. Das war eng.
Okay. Hätte ich mal Dodge genommen. Hat ja 8 SSP, hätte ich aufsteigen können. Du hast Fendt, wenn du möchtest. Ups. Denn? Oh, guck mal, ist nichts passiert. So, jetzt gucken wir mal, was Naffel sagt, ne, würde ich mal behaupten. Naja, und Dodge mit Dings. Easy peasy. Naja, ich habe schon Dinge, ich habe schon Pferde kotzen sehen, aber ja, danke, ja. Ausgleich, hufts, habe aber hart kämpfen müssen für, ist ganz, ganz ehrlich, hast schön verteidigt. Ja, was ist mit meinen K.O.s hier los? Meine Güte. Schon weggewollt. Ja, dann lässt du mich nichts machen. Weil ich noch das Video triggern habe, entschuldige, das ist so Ach typisches so. Streamer-Ding, furchtbar mit mir. Da musst du immer bei mir ein bisschen auf mich warten. Ich trinke auch gerade noch Ach, einen der Bus steht Schluck. ja. Okay. Ja. Es ist ein gemütlicher Halbzeitwechsel jetzt gewesen. Ich musste gerade mit meinen Goblins reden, das hat ein bisschen gedauert. Ich hoffe, der hast du zu viel Blödsinn erzählt. Ja. Bitter, dass die K.O. jetzt bei dir liegen geblieben sind. Das finde ich auch. Dankeschön, Mathis. Dankeschön. Freut mich. Und schön, dass du immer so fleißig dabei bist und einschaltest. Nur im Ligaspiel kann ich kein Sprechdenken machen. Ich möchte meinen Gegner auch nicht zu Tode nerven. Oh, so glatt. So willst du es machen gegen mich? Dann. Oh, ja, mehr Möglichkeit habe ich nicht. Alla hopp. Dann wollen wir es mal krachen lassen. Hey, ich bin So, was war jetzt das Ergebnis? Anschlussergebnis war jetzt. Ich habe gar nicht so drauf geachtet, muss ich ganz ehrlich sagen. Der Outliner, der geht ja auch immer furchtbar schnell weg, finde ich. Das ist so katastrophal.
Ja, das ist eins von den Sachen, die ich schlecht gemacht habe. Da kannst du, wo war das nochmal? Ich weiß gar nicht mehr, wo man gucken kann. War das nicht die K-Taste oder so? Warte mal, K. Ja, ich Perfect guck mal hier. Conditions, Weather. Ich guck mal kurz in meinem Zug. Ist schon okay. Cheering Fans ist es. For each manager, the sexual as a cheerleader number. The manager with highest result gains a prayer to Nuffle and that's not yet active. Ich sehe jetzt keinen großartigen Effekt hier gerade, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Vielleicht habe ich auch irgendwas nicht richtig auf dem Schirm oder so, keine Ahnung. Naja. Eieiei, heute sind sie aber echt. Ja, also heute haben sie richtig Stimmung, sage ich dir. Also das merkt man richtig, die haben richtig Bock heute. Warum auch immer. Ja, passt, passt, passt. Ja, wollen wir schon Ballspiel machen oder lassen wir so einen Blödsinn? Wir lassen so einen Blödsinn. Ach, hier Anschlussergebnis ist nichts passiert, weil du hast eine 4 gewürfelt plus einen Cheerleader und ich habe eine 5. Okay. Ich verstehe. Schön. Großartig. Das kann was. Was es kann, weiß ich noch nicht, aber es kann was. Machen wir die eine Aktion oder machen wir erst die andere? Nö, wir machen erst die eine. Was soll dabei schon schief gehen? Yippie! Wow! Leute, was ist denn los mit euch heute? Ist ja völlig krass. Ist ja völlig krass. Was ist. Ihr kommt da aus der Kabine raus mit einem Kavums, mein lieber Herr Gesangsverein. Gegen Menschen sind sie plötzlich. Sie waren schon motiviert in dem Turnier, ne, Axel, aber gegen dich haben sie noch mal so ein bisschen mehr, bisschen viel mehr Schwung. Um das jetzt mal Das ganz. freut mich. Ja, ganz toll. So, die performen gerade so ein bisschen. Mal gucken, wann die Einsen und Zweien wiederkommen. Ja, guck mal hier, Volltreffer. Oh, Halbling, so schön. Hä? Nein, ach, Hä, bitte. was war passiert? Ah. Das ist. Das Einstellen mit der Maussteuerung. Ach, fuck, Da hat er oder? einen Reroll gemacht jetzt. Dann ist aber einen Reroll gemacht. Ja, nichts. Och, Doppelt V nö. weggerollt. Ach, scheiße. Riecht nicht schön aus der Haut. Ach, ja, das ist jetzt bitter. Aber richtig. Ja, gut. Ja, nee. Ja, ist einfach Ja. bitter. Punkt aus, fertig. Machen wir jetzt einen Kill und dann ist wieder ausgeglichen. Aber bitte? Björn Küper, durchhalten! Au! Guck Ah, mal, mit Ansage. ein Badly hört immerhin. Du musst mehr Sachen ansagen, glaube ich. Man muss eben mit seinen Big Guys viel reden. Wenn man vergisst, mit seinen Big Guys zu reden, ist es wie wenn man eine Pflanze nur gießt, aber nie mit ihr spricht. Die gehen da ein, die sind da unglücklich. Ah, verdammt, ich habe nur Position, das war ja auch so. Luxusproblem, er hat nur noch Positionals. Ach so, ja, da war was. Ey, Schiri, war. Zum Glück ist nichts passiert. Die sind irgendwie so immer so nur im Fummeln, glaube ich, wenn da einer am Boden liegt. Vielleicht sind es ganz andere Gefühle, die da haben, die Jungs und Mädels. Ja, komm. Wuhu! Yippie! Einmal hier hin. So. Du mal hier hin. Du mal dahin. Hierher. So ist brav. So wollen wir das sehen.
komm mal kurz ein bisschen kuscheln. Rinder. Ins Getümmel, so ist richtig. Juhu, tschüss. So, du noch. Was machen wir mit dir, sprich? Ach, weißt du was, Norbi? Viel Spaß mit dem Burger. Ach, komm schon. Oh, danke, Chaoskopf, für deinen Raid. Ich grüße dich. Hi, schön, dass du mit deinen Leuten vorbeigekommen bist. Sehr geil. Müsst mir alles in die Gruppen reinschreiben. Ich muss die ganzen Spiele, die in League of Cakes macht, noch alles runternotieren, in die Tabellen reinhauen. Bitte seid da so lieb. Ja, immer knapp daneben. Also ich muss echt sagen, so ganz close, echt. Jedes Mal bei dir, Axel. Außer bei meinem Gobbo, der war gemein von dir. Nein, Boatengo. Au! Oh, noch eine Impfung. Ah. Schiedsrichter. Oh, schön. Norbi, tut mir leid. Alter, mein Oh, da lache ich mich kaputt. Dickschädel, meine Goblins. With Goblins comes problems. Für den Coach, aber auch für den Gegner. Ach, jetzt. Half-Dice. Ah. Rio. Stirb. Stirb nicht, der Wicht. Sonst draußen ist da Essen okay. Ich kann das auch. Guck mal, drei Einsen ohne sechs, Mann. Reroll, das heißt doch, das muss wiederkommen. Kein Reroll, wenn du nochmal blöd bist.
Ohne Rerolls spielt sich's doch gleich viel entspannter. Jörg Ich zieh kommt. gleich danach. 1, 2, 3, 4, 5. Kommt er oder auch dahin? Dann müssen wir das anders machen. Hui! So. Natürlich hat das ein schönes Spiel, Chaos Cop. Der kleine Frechdachs. Oh, so was habe ich denn dann die Pimmel denn? Das gibt's doch nicht. Ja, es hätte klappen können. Hat mir viel gefehlt jetzt. Hätte klappen sollen. Klappen müssen, Mensch. Er wird entlassen. Der Pflicht Versager. war es. Ja, Mann. Wenn ich das nicht kann, für was habe ich denn denn? Da gibt es noch Anwendungsmöglichkeiten, habe ich mir sagen lassen. Die eine oder andere. Ja, Fouling klappt gar nicht. Okay, wie machen wir das denn jetzt am besten? Und da wird's gerade anfangen. Nein, das finde ich doof. Du hast ja vorhin gesagt, meine Trikots gefallen dir so gut, ne? Ja. Aber meine sind eigentlich gar nicht orange. Meine sind eigentlich blau. Okay. Ich sehe es gerade, ich habe gerade einen Stream angemacht bei dir. Ja, du kannst ja blau-rot einstellen da unten bei der B-Taste. Achtung, du hast Fan, deine Zeit. Das haben wir, den haben wir geklärt, das haben wir geklärt. Das machen wir nicht. Da wird es jetzt gleich scheppern in der Kiste. Kann ich jetzt dann ändern? Muss ich da raschen zu? Nee, okay. Hey! Ah, Oh.
Ups, ach, dass er jetzt, ja, ich war das jetzt so richtig, Trainer im Helfen? Ja, genau richtig gemacht. So, dann ist dieses dumm-dumm Geschoss erstmal weg. So, wenn ich hier hochkomme, steht der mal auf. Standing Ovations hier von den Fulda Saints. Ja, ich kenne das bei manchmal, wenn du dann einen Picker in dem Moment einsetzt, dass er dann halt dann komplett Aussetzer macht. Denis Duckin, der hält die ganze Saison schon erfolgreich Skin hin. Dem kann ich keine Vorwürfe machen. Bis dahin gute Saison gespielt, auch wenn keine SPP, aber man muss auch manchmal nicht die Schläge einstecken, ohne dabei verletzt zu werden. Das hat er hingekriegt. Guck mal, da klappt's. Okay, da will der Ball hin, okay. Böse. Hat mir ganz gut getan. Das glaube ich dir. Ich glaube, du machst jetzt, wenn du meinen Blitzerblitz Double Skull oder danach die Ballaufnahme klappt hätte. Eins von beiden ist. Alles denkbare Szenarien. Und egal, wie sind es noch. Guck mal, so zum Beispiel, meinst du? Aber So ähnlich wie es vorgestellt. es hat auch eine 1-2 gereicht. Muss nicht immer ein Double Skull sein. Muss nicht gleich die Maxime fordern. Ja, das Problem ist ja, wenn du gierig bist, dann funktioniert das Spiel auch nicht, ne? Und sowieso nicht. Also ja, ich weiß nicht. Fest immer drauf oder sowas habe ich gehört.
Jetzt gehen wir mal ein bisschen was. Das reicht. Das reicht auch. Zwei. Sorry. Was haben wir? Eine 2 hat er gewürfelt. Required braucht eine 3 plus. Ah. 1. Ach, das ist ja gar eins. Schande. Blöder Mensch. Schade. Ein blöder Typ. Das wäre es jetzt natürlich gewesen. Ne? Muss man ganz klar sagen, das wäre es jetzt gewesen. Bitter. Danke, TK, für das Tod und Verderben. Sehr schön. Freut mich, dass du einschaltest. Wow. Soll ich gehe jetzt mit meinem Blitzer auf die 6 plus in den Cage rein und dann lockt der Ball zweimal so aus. Ja, genau. Dann ist er weg. Genau so ist es. Dann hast du Pipi in den Augen, das sag ich dir. Das aber hallo. Oder ich freue mich wie Bolle. Ja. Mehr Tod und Verderben. Hallo, geht's doch, TK? Hab doch schon ein bisschen hier zugelangt. Also ernsthaft. Immer diese Aggression hier. Wir spielen friedliches Spiel. Wir schubsen, wir schieben, wir drücken, wir helfen uns gegenseitig auf. Weiß ich, was los ist. Am meisten Toten verderben. Okay, du hast doch noch die Maxime gefunden. Ich gratuliere dir herzlich. Bundesliga, jawohl. Achso, hat es damit was zu tun? Mit Wunde? Ich dachte, das ist Wunder oder sowas. Sowas, was Liebes ist es. Der Ligaleiter hat übrigens hier, ist im Chat, lieber Axel. Ja, habe ich gesehen. Cool. Ja,
Sag bloß, dass mein Stream noch nebenher laufen. Halt, er macht seinen Zug. Entschuldigung, hab nichts gesagt. Bin ruhig. Bin gerade in Gesprächslaune. Ist unfair. Mein Gegner ist dran. Alles gut. So, hier ist der von kleiner. Uiuiui. Es steht immer noch nicht. Und wenn ihr natürlich Bock habt, bei sowas mitzumachen, bei Ligen, ich kann es insgesamt empfehlen. Also, ne, die Bundesliga sucht natürlich auch dann wieder für die nächste Saison weitere Spielerinnen und Spieler. Haltet euch da nicht zurück, meldet euch. Würden wir uns sehr darüber freuen. Es gibt einen Discord-Channel von der Bundesliga und der liebe TK, der ist da Ligaleitung, wird auch unterstützt. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches vom lieben Moppetupe von Moppi. Ja, nehmt da Kontakt auf, wenn ihr Bock habt und macht da mit. Das würde mich freuen. Ah, wie angekündigt. Zack, und raus mit dem Ball. Nein! Aber schön, dass du deine Sachen genauso machst, wie du auch angekündigt hast. Also mit Ansage sozusagen hier. Ja, das Ding ist noch nicht gegessen, so wie das jetzt liegt. Liegt das interessant, würde ich mal behaupten. Okay, wir haben Ja. jetzt folgende Situation. Wenn ich das eine mache, dann ist das andere noch zu tun und dann wird's unschön, wird das Ganze. Das wird noch etwas unschön. Ist noch nicht, das ist noch nicht durch, die Kiste. So. Nö, du musst erst aufheben, ne? Zum Bleistift. Meiner packt es natürlich auch nicht. Wobei es nicht heißt, ne? So, Hälfte 1 ist erledigt. Hey! Ist jetzt unverschämt. Das stimmt, da hast du recht. Naja, da ging 4 Mann, nee, 5 haben wir. So. 3, 4, 5, 6 Leute haben wir. Ruhig. Schönes Unentschieden. Ah, ne, gibt's ja nicht. Ah. Gibt es nicht. Nee, wir müssten, wenn ich das jetzt hier komplett verkacke, in die Verlängerung, ne? Dann heben wir den Ball auf. Just saying. Dann heben wir gleich auf. Weil wenn ich jetzt in die Verlängerung muss mit den Hanseln, noch mehr Schaden. Gott sei Dank. Jetzt ist die Frage, machen oder nicht? Haben ist besser als brauchen, ne? Ich habe schon so oft bereut, wenn ich ja noch eine Runde verzögert habe, aber wenn viele von deinen K.O. zurückkommen. Aber weißt du was, Axel? Ich habe ein ungutes Gefühl mit der Entscheidung, die ich jetzt hier treffe, aber ich mache sie. Eric Cantonas, 2 zu 1. Egal, wo du hingegangen wärst jetzt. Auf die drei Blöcke wäre ich ja nicht rangekommen Genau das mit ist Block. es. Richtig. Exakt so ist es. Umso bitterer, dass du diesen einen Reroll versehentlich angeklickt hast.
Das ja, ärgerlich, weil der ist dann in so einem Aber Moment zwei vielleicht K.O. immer. schon wieder. Zwei Zwei K.O.s? K.O. schon Ja, wieder. ja. Das ist doch ganz gut, da kann man vielleicht noch was machen mit. Ja, Björn Körper ist ja draußen. Das ist echt nicht schön. Das ist echt nicht schön. Okay. Let's do this. Hä? Achso, meine. Ah, ich darf jetzt extra Zeit. Früher hat das ja einfach beendet. Jetzt geht es ja noch auf die extra Zeit. Das ist gut zu wissen. Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Egal. Scheiß auf meine extra Zeit. Die Möglichkeit noch zwei Runden, also jetzt für die Fuller Saints. Ja, und ich bin noch einmal dran. Na dann. Quicksnap. Das ist jetzt nützlich. Okay. Spannung. Schon wieder direkt auf dem Cover. So.
Uiuiui. Die 2 in die 4. Eins. Wirft nicht auf die zweite Pass, ne? Meine Herren, hey. Deine Mannschaft macht es gerade ein bisschen unnötig spannend. Ja, ich werde es nicht verhindern können. Oh, köstlich. Oh, wie schön. So. Du hast es dir ja so sehr gewünscht, dass ich mein Double Skull werfe. Schau mal. Bitteschön. Da machen wir jetzt Dodge mit Dodge oder machen wir erst mit Blitz mit Mind Bomb? Ach, komm her. Your decision. Fünf von sechs helfen. Das darf Nee. nicht wahr sein. Buh! Oh nein, und jetzt fehlt der Reroll. Oh Scheiße. Och, Das Axel. gibt's mir. Och nö. Also ich sag mal ganz ehrlich, ein Unentschieden wäre jetzt wär verdient gewesen zwischen uns beiden. Muss ich ganz klar konsternieren an der Stelle. War ein glücklicher Sieg von meiner Mannschaft. Ja, ich habe es selber noch gesagt, ne? Habe ich dann auch Traum. Ja. Ja gut. Aber dachte mit Block, ne? Und könnte gereicht. Jawohl, Ja, und verletzte dann. Spieler MVP. Schade eigentlich. Richtig, ne, Herzlichen also. Glückwunsch. Dankeschön, ja, Dankeschön. Also, es war halt jetzt echt bitter. Also, ich würfel zwei Einsen, du zwei Einsen. Also wir haben es richtig gezeigt, was wir drauf haben. Das muss man ganz klar sagen. Ja, aber ich muss. Ne, ehrlich, das war schon lucky. Ja. Auch, dass ich dann. Mein Ausgleich hätte auch was schief gehen können. Klar, hast du gesagt, okay, ist easy. Aber ich habe schon öfters gesehen, dass Einsen und Zweien hintereinander würfen, die Gobbos. Aber gut, ist dann halt zum 1-1 gekommen. Und ja, du hast völlig recht, wenn du da mit der 3 plus rausdodgst, dann verliert mein Gobbo da hinten den Ball, ja, das ist ja auch richtig, ne? Aber ja, der Two-Turner, der war jetzt einfach nur unglücklich, ganz einfach. Kann ich nicht anders sagen, weil normalerweise wäre er jetzt drin gewesen mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit. Und ein Gobbo kann man durchaus mal mit Mighty Blow und Block irgendwo hinschieben Ja. zumindest, ne? Ja gut, ich sag mal so, vom Würfeln her, die Chance war ja gleich, ne? Ja. Nee, sogar die Wahrscheinlichkeit, dass ich den blocke, ist sogar noch höher. Weil es ja nur ein Ergebnis, was mich gestört hat. Und beim anderen wären es zwei gewesen. Ja. Und Und das ist relativ bitter, um das höflich zu formulieren. naja. Ich guck mal kurz hier rein noch schnell, da, das will ich gerade noch machen. Boah, ich habe eine ganze 2 gewürfelt, habe jetzt 130.000. Was hast du bekommen? Also ich habe jetzt nochmal 65.000 dazu bekommen, habe jetzt 130.000. Was hast du gekriegt? Warte, muss ich mal gucken. Gain Details da. Also du bist schon raus aus der Übersicht.
Ja, da muss ich nochmal reingehen und spielen, ne? Ja, alles cool. Alles gut. Also ich habe ja hier meine SPP auch nochmal offen und so. Ja, ich frage immer so komische Sachen am Abschluss vom Spiel, ist jetzt auch nicht wichtig. Aber bei dir war es Aria 5 SPP bekommen, damit ist er jetzt bei 8. Tobias Ich hatte hat. einmal 5, einmal 4, genau, und 2-2. Ja. genau. Ja, das war nicht schlecht. Also von daher, von SPP her war es gut. Ich hoffe, ich habe deine Mannschaft nicht zu sehr jetzt zerlegt jetzt fürs nächste Spiel. So, jetzt muss ich erstmal gucken, wer das nächste Spiel ist. Wenn das wieder so einer ist wie du, da brauche ich Tackle. Ja, meine fiesen Goblins halt, ja, ist wirklich schlimm. Ja, ich weiß. Ich guck gerade nochmal hier rein. Damages, ja, 3 zu 2 ist es ausgegangen. Ja, okay. Wobei die Blockwürfel waren jetzt das Problem gegen die Goblins. Das Problem war, dass ich keine Verletzungen passiert sind. Überhaupt nicht, das war ganz schlimm. Also du bist immer ganz knapp dran vorbei. Du hast doch mal gestunt, meine Leute. Aber ja, du konntest nur einen Goblin und einen Schwarzrock dann über die ganze Distanz Genau. rausnehmen, ja. Und das ist halt zu wenig. Das ist zu wenig gegen eine Mannschaft, die darauf ausgelegt ist, halt einfach einen zu breit zu prügeln und auf den Spielern zu helfen. Gott, jetzt Ja. hätte ich beinahe gesagt, drauf rumhüpfen. Das war ja nur einer, der mal hüpft, ne? Noch. So. Ja, aber richtig, pro Zug ist es immer nur einer, der da hüpft. Ja, 44 zu 32 Blockaktionen haben wir gemacht. Also ist noch viel Block sogar noch ausgezogen, muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Ja. So, was machen wir denn jetzt? Mighty Blow? Ja, ne? Das klingt. Oder lieber Was für ein Spieler hast du? Blitzer. Guard oder Mighty Blow vielleicht? Je nachdem, was er hat, ich weiß es nicht. Aktuell das erste war abwehren. Ja, ich habe Glaube die. ich, Mighty Blow oder wirklich Tackle, Tackle finde ich auf dem Blitzer auch nicht verkehrt. Je nachdem, was für Gegner noch so hat, ist es nicht verkehrt. Grundsätzlich einfach, viele haben halt einen Ballträger mit Dodge, ne? Das ist ganz, ganz klar. ne? Ne? Also, ja. 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 Wie immer Schwierig. kurz hinten. Schwierig. I don't know. Kurz hinten das mal rein und gucken. Wo ist der Spielplan? Der allmächtige Spielplan. Der allmächtige Spielplan, vielleicht ist der TK sogar noch drin und kann sogar noch mitteilen, das weiß ich nicht, ob er noch im Chat ist. Also mir rutscht ja dann eins weiter und ich muss mal gucken, gegen wen ich auch als nächstes bin. Habe ich jetzt auch nicht tatsächlich nicht auf dem Schirm, aber ich kann gleich mal in die Liga gucken, dann kann ich es dir gleich sagen. Ich mache gerade noch meine Level-Ups hier mit der Mannschaft. Wo habe ich denn So, meinen? warte mal, das war jetzt Spieltag 5, ne? Pancake, ja genau. Ich Genau. spiele Miss Napalm, das war ausgetauscht jetzt, ne? Das kann schon sein, dass du gegen Miss Napalm musst. Ich müsste noch in die Tabelle gucken. Ich kann es doch mal schnell Ja, machen. ich. Warte, ich gehe noch mal Ja, es kurz gibt doch rein. hier den. Es gibt doch hier den. Die Spieltage, wer gegen wen spielt. Gab es doch so eine Auflistung. Du spielst gegen Fraat. Nee, mein nächstes Spiel muss gegen die hinkenden, stinkenden von Compostosaurus sein. Die haben jetzt 0 zu 2 gegen die Nightfall Stranglers gehabt. Das ist ja der Round Robin, das heißt, ich bleibe immer stehen. Und alle anderen rutschen dann eins weiter. Du mit deinen Fulda Saints rutscht eins runter. Das heißt, dein nächster Gegner muss Miss Napal sein und ich bin als nächstes gegen die hinkenden Stinken dran. Von. Ja, aber der hat doch einmal hier die ganzen Spieltage schon eingestellt, wer gegen wen spielt, Ja, an welchem Spiel. das kann Das hat doch sein. mit der Tabelle nichts zu tun. Ja, weil das nach dem Prinzip geht und wir sind jetzt dann im Spieltag 6 als nächstes. Spielen wir nach dem Schweizer System, ne? Nee. Es rutscht Also immer ein. nicht, Das, also. ja. Ich muss jetzt sehen. Nee, du Also hast lass recht, ich. also du hast recht, du spielst auf jeden Fall gegen Miss Napalm und ich müsste eigentlich jetzt gegen Compostosaurus als nächstes. Außer da steht irgendwas anderes. Weil Fraat Frat. steht hier. Okay, das ist ein Fehler dann in der Übersicht, weil gegen Frat habe ich schon gespielt. Und wir spielen keine Hin- und Okay. Rückrunde. Das ist vielleicht ein Übertragungsfehler. Weil Frat muss als nächstes dann gegen Chaoskopf spielen. Der rutscht nach links und der Chaoskopf rutscht eins runter. Die müssten als nächstes gegeneinander spielen. Also vielleicht hat TK da einfach einen kleinen Fehler gemacht oder so. Ja. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Was haben wir denn hier? Okay, Sauer. So, ja. Dann nehmen wir auf jeden Fall Heckel. Ja, die Skinks, die sind ja echt angenehme Sache immer.
Das nicht, ne? Die Sauri sind ja immer sauschnell unterwegs. Kannst du ja immer hinterherlaufen sozusagen. Also nicht nur gefühlt, da kannst du immer nur hinterherlaufen. Ach, Colina hat sogar zwei SPP gemacht. Ich werd verrückt, ich werd verrückt. Hier brauche ich aber noch einen, ne? Ja, hier brauche ich noch einen. Ja, ein Pünktchen fehlt mir beim Erik. Immerhin, jetzt habe ich einen Schwarzaugen mit Block und Guard. Das ist doch, das klingt doch nach was. Endlich. Das schön, dass du nicht gegen mich hattest schon. Ja, das wäre Das schon. haben zwei Line-Men sind draußen bei mir, also. Ich darf auf jeden Fall vollzählig antreten. Das ist schon mal ganz gut im nächsten Spiel. Da bin ich mal sehr gespannt, weil Shambling Undead, das ist so ein bisschen eine Mannschaft, da tue ich mir ein bisschen mit der Mannschaft, die ich habe, jetzt ein bisschen arg schwer. Aber mal schauen, was ich noch rausholen kann. Oh, okay, Axel, ich danke dir auf jeden Fall mal Jawohl. jetzt hier für die Partie. Hat einen Riesenspaß gemacht. Wie gesagt, Ebenso. Dankeschön. Meiner Meinung nach hätte es ein Unentschieden sein müssen. Und ich freue mich, wenn wir Nein. uns mal wieder am Brett irgendwann begegnen. Jawohl. Alles klar. Dann Gut. einen schönen Abend noch. Einen schöneren für dich. Ciao, ciao. So, jetzt machen wir hier noch die letzten Sachen von meinem Team. Ich habe jetzt 130.000 und ganz ehrlich, ich habe nicht mehr wirklich vor, irgendwie großartig was jetzt noch mit dieser Mannschaft zu machen. Das Einzige, was diesem Team fehlt, ist der dritte Reroll. Dankeschön, Mathis. Dankeschön. Freut mich. Den hole ich mir jetzt hier noch. Es macht mein Team Value leider hoch, schraubt ihn hoch. Der dritte Reroll ist das Letzte, was diese Mannschaft noch bekommen muss. Dann ist sie komplett, was ja, ich so von den Spielern her haben möchte und von allem. Der fehlt mir, also der hat mir auch jetzt öfters auch gefehlt und deswegen kommt er jetzt noch dazu. Ach, ich hasse das, ich klicke immer auf Back. Ja, jetzt sind wir hier bei 1,2 Millionen schon, also 1.220 Punkten. Ja, müssen wir mal gucken. Also der Dr. Merck ist mein bester Spieler, ganz ehrlich gesagt. Der ist auch vom Wert her jetzt der teuerste mit 130.000. Auf den muss ich besonders Acht geben. Der kann aber mit seinem Block und Guard einiges anrichten. Also ich habe das so vor mit den Schwarzorks. Also eine Reihe geht halt mit Block Guard Mighty Blow los und die andere Reihe geht mit Block Mighty Blow Guard los. Ja, das heißt, der nächste, der hier wieder kommt. Schauen wir mal, ja. Also Block ist für mich ein absolut wichtiger Skill, den ich auch gerade beim Blitzen dann brauche, ja, weil dann diese Fähigkeiten ausfallen bei den Schwarzorks, wenn sie blitzen. Und dann macht es das schon ein bisschen schwieriger. Also Crab klappt dann nicht und so Sachen, ja. Und eine Block Decoration, but not a Blitz, kann auch Brawler nicht nutzen und so. Das ist dann halt schon, ja, immer schwierig beim Blitzen und dann wird halt Block natürlich wichtig. Man kann nämlich sagen, okay, ich habe doch Brawler, brauche ich ja Block nicht. Aber Block hat nicht nur einen offensiven Effekt, sondern auch einen defensiven, muss man ganz klar sagen. Also wenn er angegriffen wird, das haben wir ja auch mal gesehen, wo der Ogre zugeschlagen hat, da hat dann Block geregelt sozusagen, ja, mit dem Bowstown und konnte sich da retten. Reuter Keen, weiß ich nicht, was ich mit dem mache. Den schleppe ich noch so ein bisschen rum mit seiner Armor Value 7. Ist er ein bisschen gefährdet, nicht nur ein bisschen. Ja, müssen wir mal gucken, was wir hier mit der restlichen Truppe machen. Hier habe ich nicht vor, auf Random zu klicken. Mal schauen, wie wir mit dem weitergehen. Hier will ich aber dringend das Level-Up noch haben von Eric Cantonas. Deswegen hat er auch jetzt weiter gescored. Mit dem nächsten Level kommt noch mal was Lustiges dazu. Schauen wir mal, was ich mir ausgedacht habe bei den Schwarzorks. Okay, jetzt aber vielen Dank fürs Zuschauen. Vergiss nicht zu liken, Kanal zu abonnieren und ja, dann sehen wir uns einfach in der nächsten Folge. Ich habe auf jeden Fall noch zwei spannende Gegner vor mir. Ich kann es euch noch mal kurz zeigen. Auch ich möchte für mich das natürlich noch mal nachschauen, wie das war. Also ich habe einmal die hinkenden Stinkenden, die 0 zu 2 verloren haben. Gegen wen habt ihr 0-2 verloren? Gegen die Nightfall Stranglers. Mann, der Ivan ist gut. Der Ivan ist leider ein guter Spieler. Brauche ich mich nicht so arg schämen, dass es da nicht so gut gelaufen ist. Also anderes Untoten-Team. Und ich darf ganz zum Schluss, oh, da freue ich mich nochmal ganz besonders drauf, gegen Miss Napalm antreten. Ach, das wird eine tolle Kiste. Bin ich mir sehr, sehr, sehr gespannt. Was hat denn das jetzt im Ranking eigentlich gemacht? Uey, ich habe 9 Punkte. Yippie! Muss ich jetzt nur dem TK Bescheid sagen, dass wir durch sind und er den Spieltag frei schalten kann? Ja, immerhin. Immerhin. Nicht ganz so peinlich geworden. Ja, Ask hier natürlich, 5 Siege, ne? Wieder voll der Angeber. Schrecklich. Wie sehen deine Marodeure eigentlich jetzt mittlerweile aus? Aha. Huiuiuiui.
Ja, zum Glück hatte ich dich am Anfang. Ja. Gut, das haben sie gelassen. Der TK, das Ergebnis vom Kreos. Gut, alles klar, kann ich auch, ist auch völlig okay. Ja, da die Niederlage jetzt halt hier natürlich. Ja, der direkte Vergleich ist er hinter dem Ivan. Ja, alles richtig soweit. Ja, cool. Ja, ich bin nicht das teuerste Team. Das zweiteuerste zurzeit. Okay, gut, jetzt gilt's aber. Ciao, ciao. Wenn ich einen Ausknopf finde. Und danke, Mathis. Fand ich auch. Ciao, ciao.